Aber gut, mal gucken, wie es da oben weitergeht, jetzt wo wir den Kopierschirm bekommen haben. Das letzte Mal. Hey, Twink, dieser Mutierschirm, den ich bei dem Quiz gewonnen habe. Wenn ich ihn benutze, kann ich mich doch in jemand anderen verwandeln, stimmt's? Glaubst du, ich kann ihn dazu verwenden, mich von hier davon zu stehlen? Ja, ich wette, das kannst du. Warum probierst du es nicht aus? Drücke B, während du die Person ansiehst, in die du dich verwandeln willst. Okay. Dann probieren wir das doch mal. Wieder hier durch. Wieder dahin. Und mit B funktioniert das Ganze jetzt. Okay. Dann gucken wir noch mal. Jawohl, wir sind eine Kuhpatrouille. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Wir können jetzt theoretisch überall hin. Gucken wir mal. Da war die Quizshow. Da ist die Küche. Raus können wir wahrscheinlich gerade nicht. Nö. Vielleicht da oben noch irgendwas von Interesse? Hallo, ist jemand da? So, wir tun uns mal kurz zurück, verwandeln. Ach, guck mal, eine Truhe. Ein Fortuna-Orden. In einem Notfall wird jeglicher Schaden halbiert. Das bringt nicht wirklich viel, weil ein Notfall besteht dann, wenn man nur noch einen KP hat. Da bringt er dann das Halbieren von Schaden auch nichts mehr. Ach, ein Toad. Oh nein, man hat mich gefunden. Wie? Prinzessin Peach, ihr seid wohl auf, den Sternen sei Dank. Du bist doch ein Toad aus dem Palast. Wie lange hast du dich hier schon versteckt? Schon seit Bowser hier ist. Ich hatte solche Angst, dass ich in diesen Schrank gesprungen bin. Ich werde mich hier verstecken, bis Mario kommt und uns alle rettet. Prinzessin Peach, ihr solltet euch auch verstecken. Es ist hier viel zu gefährlich. Macht bitte nichts Unüberlegtes. Okay. Tschüss. Das hat's wirklich gebracht. Naja. Okay, dann haben wir eigentlich alle Räume im Pilzpalast gerade untersucht. Oh, nee. Ich hab gedacht, es passt noch. Na gut, dann halt nochmal zurück. Ich muss gestehen, so oft wurde ich tatsächlich schon lange nicht mehr erwischt bei dem Spiel. Naja. Ja. Gut, dann probieren wir halt was anderes. Unten ist verschlossen, oben steht eine Wache. Vielleicht können wir an der einfach vorbei. So. Ein Versuch ist es wert. So. Auf Patrouille. Gut, du darfst passieren. Jawohl. Tschüss. Sehr schön. Okay, hier waren wir schon lange nicht mehr. Hi. Alles ruhig hier. Ich? Nervös? Quatsch, ich doch nicht. Du hast mich überrascht, das ist alles. Okay. Red dir das nur ein. Wo bleibt nur meine Ablösung? Meine Schicht ist schon seit Ewigkeiten um. Hör mal, würdest du nach dem Faulpelz suchen und ihn hierher bringen? Bitte, ich bin schon so müde. So sieht er aus. Wahrscheinlich lungert er irgendwo draußen herum. Hier, damit kannst du ihn finden. Schlossschlüssel, öffne ein verschlossenes Tor im Pilzpalast. Das ist der Schlüssel für das Hauptportal. Ohne ihn gelangst du nicht nach draußen. Ihr seid so doof, ihr seid so doof. Freiheit. So. Stell dich halt da wieder hin. Alles gut. Okay, wir haben den Schlüssel für draußen. Das bedeutet, wir könnten theoretisch von hier fliehen. Wenn dann nicht das Problem wäre, dass der Palast im Himmel schwebt. Auf Bowsers Festung. Ich glaube, das habe ich nicht so ganz bedacht. Naja, wir gehen einfach mal raus. So. Ah ja, da schläft er, weißt du. Also... Jo.
Dann machen wir das einfach so. Tata. Da draußen können wir allerdings gerade nichts anstellen, deswegen lassen wir das und gehen einfach als Klubber einfach zu dem Typen und lösen ihn einfach ab. Aber davor, warte. Wo waren das? Hier, ne? Diese Kiste. Ja. Kann ich da den Orden reintun? Und das Chili Royale natürlich. Ja klar, stimmt. Das haben wir auch gewonnen. Für den ersten Platz. So. Wir müssen nur noch die doofe Kiste finden. Aber ich weiß natürlich, wo sie ist. Wir haben sie auch schon gesehen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran. Auf Patrouille, gut, du darfst passieren. Mein Handy denkt, ich hätte Google gesagt, aber alles klar. Wenn es das meint, dann von mir aus. So, jetzt geh weg. Ey, sorry, hab verschlafen. Ah, endlich, wird ja Zeit. Du bist schon wieder zu spät. Weißt du nicht, wie man den Dienstplan liest? Ich lasse es dir noch einmal durchgehen, aber pass in Zukunft auf, okay? Gut, dann mal viel Spaß. Ich verzieh mich. Tschüss. Lass dich nicht beim Faulenzen erwischen. Du bewegst dich auf dünnem Eis, Kumpel. Sorry. Tschüss. Mensch, wer lässt denn einfach so diese Tür unbewacht? Ich glaub's ja nicht. So eine Schweinerei. Und das Fenster haben sie immer noch nicht repariert. Weiß gerade das größte Fenster. Das wahrscheinlich am meisten kosten wird zu reparieren, das macht er kaputt. Nicht etwa das da oder so? Nö, natürlich das Größte. Weil er der Big Bowser ist. Der passt wahrscheinlich in die anderen, durch die anderen gar nicht durch. Das ist jetzt doof. Gut, gut, endlich ist alles fertig. Selbst wenn Mario mit allen Sternen im Schlepptau hier auftaucht, hat er keine Chance. Es zahlt sich aus, das Schlimmste anzunehmen. Vollkommen richtig, Sie haben absolut recht, Kami Koopa. Du da. Du machst deinen Job sehr gut. Mach weiter. Moment, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du riechst zu gut. Oh oh. Ihr kleines Prinzessin Peach. Unfassbar, schon wieder ausgebrochen. Warum fangt diese Ausbrecherin und bringt sie zurück auf ihr Zimmer? Nein. Was plant sie? Welch eine Freude, dich zu treffen. Mein Name ist Cleverstar. Danke, dass du mich gerettet hast. Jetzt, da Schnaufeler fort ist, herrscht wieder Frieden in den Blütenfeldern. Ich glaube, wenn du nicht gekommen wärst, hätten die Blütenfelder nie wieder das Licht des Tages gesehen. Jetzt ist nur noch einer von uns hohen Sternen gefangen. Nur noch einer, Mario. Hier, bitte nutze meine Kraft, um auch weiterhin siegreich zu bleiben. Marios Sternkraft erhöht sich auf 6. Mario erhält die Sternkraft Auszeit. Auszeit lässt alle Gegner in ihrer Bewegung erstarren. Nun kannst du schon die Kräfte von 6 Sternen einsetzen. Setzt du meine Kraft bei sein, wird sie dir im Kampf entscheidende Vorteile verschaffen. Aber werde trotzdem nicht zu selbstsicher. Du musst stets vorsichtig sein, denn auch Bowser ist stark. Vergiss nicht, dass noch viel stärkere Gegner auf dich warten. Ich hoffe, dass dir unsere Kräfte helfen, damit du uns helfen kannst. Wir zählen auf dich. Ich kehre nun in den Sternenhafen zurück. Ich kann es kaum erwarten, wieder dort zu sein. Ich habe mir schrecklich Sorgen um die anderen gemacht. Jawohl, Nummer 6. Gratulation, junger Mario, du hast den Stern gerettet. Nur dank deiner Bemühungen erstrahlen die Blütenfelder wieder in alten Glanz. Danke, Mario. Es war wert, so lange zu leben, nur um einen Mann deines Formats kennenzulernen. Bitte besuche mich bald wieder. Ich freue mich schon darauf. Das ist ein Kompliment. Das muss man lassen.
Also, so ein Kompliment kann man sich gerne geben lassen. So, und da sind wir wieder in Toadtown. So, du bist doch Minz Tee. So, du bist doch Minz Tee, ja? Mein Name ist Paracarry, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für dich. Einen Moment, bitte. Wusste ich's doch. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Für mich? Von wem? Die Flüsterweide? Wer ist die Flüsterweide? Danke, dass du die Blumen so hegst und pflegst. Oh, das ist ein Dankeschreiben. Herz. Hier steht, bitte besuch uns in den Blütenfeldern. Wow, wie wundervoll. Herz. Aber woher weiß die Flüsterweide von mir? Magic. Oh, Verzeihung, hab nur laut gedacht. Das ist nur eine Kleinigkeit für die Zustellung. Bitte nimm es an. Herz. Und noch ein Sternsplitter. Aber ich glaube, 50 kriegen wir tatsächlich nicht mehr zusammen. Schade. Oder müssen es nur 30 sein? Stimmt, es waren nur 30. Das kriegt man noch hin. Was haben wir denn da? KP Plus und Ausweicher. Dann nehme ich tatsächlich den Ausweicher. Ja, den möchte ich kaufen. So. Okay. Der siebte und letzte Stern befindet sich tatsächlich hier in den Katakomben. Bekommen wir überhaupt einen Hinweis darauf? Glaube nicht. Nö. Müssen wir selber drauf kommen. Aber gut, dann gehen wir halt nochmal in den Untergrund. Und ich speichere nochmal hier kurz. So. Wir fassen zusammen. Uns fehlt nur noch ein Stern. Uns fehlen noch zwei Superblöcke. Und ein Brief muss noch wohin, wo wir bisher noch gar nicht waren. Und wir haben inzwischen alle Partner, um überall hinzukommen. Das Einzige, was tatsächlich nur noch fehlt, ist ein Stern, zwei Superblöcke und die Ultrastiefel. Wir haben einen Ultra, haben aber noch keine Ultrastiefel. Und wenn ich mich noch recht erinnere, sind die hier unten in den Kanalisationen von Toadtown zu finden. Mit der Hilfe von unserem Kollegen Lucky Lester hier. So, lässt er mich in... Natürlich läuft er in meine Richtung. Aber wir wissen ja jetzt, wie wir die ausschalten. Mit einem Superbeam, das ich gerade nicht ausgerüstet habe. Stimmt ja, da war was. Upsala. Dann müssen wir das doch gleich mal ändern. So, alles wieder weg. Den tun wir auch weg, dafür tun wir die zwei rein. Stachelschild tun wir rein. Superbeam, obwohl Stachelschild brauche ich dann nicht. Habe ich immer noch 4. Powersprung machen wir rein. Wir machen den Megadots rein und dann war es das sowieso. Ja, danke. Down, down, down. So. Einmal Superbeben, bitte. So, bringt voll viel mit den 3 Sternpunkten. Wir müssen auf jeden Fall auch wieder auf 50 Münzen kommen, damit wir den Zauber wieder aufrechterhalten können. So. Das Coole ist, durch eine erfolgreiche Verteidigung tun wir jetzt insgesamt 3 Schadenspunkte ab, werden statt einem. Das ist halt mega gut durch diese 2 Ausweicherorden. Deswegen habe ich mich für den und nicht für den KP Plus Orden entschieden. So. Okay, den Hammer haben wir auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Nee, gegen dich will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Da kommen wir auch durch. Da ist ein Sprungbrett. So. Da ist noch ein Sprungbrett. Da kommen wir alle nicht hin. Aber da ist eine riesige Truhe und da sind die Ultrastiefel. Du hast die Ultrastiefel. Die Angriffskraft von Mario-Sprung wird verstärkt. Außerdem kannst du nun einen Tornadosprung ausführen. Drückst du A in der Luft. So, der Tornadosprung ersetzt praktisch die Stampfattacke.
Und das Coole halt daran ist, dass wir jetzt, wenn wir die ursprüngliche Kommando für den Stampfangriff machen, wir jetzt ganz nach oben kommen. Und damit auch an diese Blöcke kommen. Es war so klar, dass was versteckt ist. Ein Lebenspilz. Oh, gut. Die sind mega gut. Ich erkläre gleich, wieso. Ich muss erstmal kurz hier ein bisschen was aufräumen. Der Lebenspilz ist praktisch ein Pilz. Wenn ich den so benutze, regeneriert er 10 KP. Aber das Besondere an dem Lebenspilz ist, wenn ich tatsächlich keine KP mehr habe und theoretisch tot wäre, also Game Over, dann wird der Lebenspilz einfach eingesetzt und wiederbelebt mich mit 10 KP. Das ist nicht schlecht. Das ist mega gut. Wenn man den in den richtigen Situationen benutzt, dann kann der wirklich gut, kann der wirklich lebenrettend sein. Also für den finalen Bosskampf brauchen wir mindestens ein oder zwei davon. So. Aber ich würde mich auch über ein paar Level-Ups tatsächlich noch freuen, wenn wir das noch irgendwie hinkriegen könnten. Vielleicht tue ich auch tatsächlich, bevor wir gegen den allerletzten Boss kämpfen, noch ein bisschen farmen. Das kann ich aber dann tatsächlich offscreen machen. Ich mag die Stachis nicht. Ich mag die nicht. Die haben sich's bei mir einfach verkackt. So. Halt. Münze mitnehmen. 50. Jetzt kann ich wieder bei Merle einkaufen. Okay. Das war dieses Geheimnis. Und jetzt können wir... Pass auf. Jetzt kommt der richtig geile Skill hier. Einmal hier ausweichen. Einerseits kommen wir jetzt hier an diesen Block. Wo ein Sternwind drin ist. Tschüss. Ich habe einen Superbeben. Gut, und jetzt kommen wir nämlich hier weiter, denn die versteckten Blöcke, haben wir ja gesehen, sind relativ weit oben. Kommen wir nur mit diesem Wirbelsprung hin und bauen uns so eine schöne kleine Brücke, auf die wir rüberhüpfen können. Zu dieser blauen Tür. Und sie ist von der anderen Seite verschlossen. Was? So ist sie von der anderen Seite verschlossen. Ach ja, deswegen ist sie verschlossen, weil ich noch... Ich bekomme den Hinweis, wo ich hin muss. Ja, stimmt. Ich bekomme ihn von Merlon. Und dann ist die Tür offen. Oh Gott. Das ist ein bisschen peinlich. Aber nur ein bisschen. Wie doof. Genau, ich rede mit einem Toad und dann sagt er mir, hey, Merlon hat nach dir gesucht oder so, ne? Mario, gutes Timing. Jemand hat nach dir gesucht, er ist drüben in Merlons Haus. Ja, danke. Wow. Akte Y. Bericht über die bizarre interdimensionale Tür. Andere Welt, gleiche Story. Eine von Blumen bewohnte Welt liegt jenseits der mysteriösen Tür in Minstees Blumengarten. Es ist nicht weiter überraschend, dass Bowsers Truppen auch dort für Unruhe sorgten. Aber Mario hat sich in diesem paradiesischen Garten als lebendes Ungeziefer Vertilgungsmittel bewährt. Nicht nur hat er Bowsers Leute vertrieben, sondern auch einen Stern gerettet. Das nennt man Flower Power. Countdown Underground News. XXX und Kreis sind Herz. Wo seht ihr das? Jetzt ist ihr Geheimnis aufgeflogen. Ein geschwätziger Toad. Einfach so random. Oh, du bist es. Du kommst genau richtig. Da wartet jemand auf dich. Nett, dich kennenzulernen. Ich komme aus dem Sternental. Das Sternental liegt in der Bipper-Region, ein kalter Ort im hohen Norden, fast am Ende der Welt. Merle, der von dort stammt, sagt, dass er dir etwas sehr Wichtiges mitteilen muss. Oder Merle. Ich glaube Merle. Merle aus dem Sternental ist mein Sohn, Mario. Es scheint, als würde er dich brauchen.
Wenn er nach dir sucht, kannst du dir sicher sein, dass etwas von höchster Wichtigkeit ansteht. Du musst ins Sterntal gehen, verschwende keine Zeit. Ja, bitte beeil dich. Ich laufe voraus und werde Merle über dein Kommen informieren. Ich glaube, irgendwo tief unter der Stadt gibt es eine Röhre, die mit Bipper City verbunden ist. Das Sterntal ist ganz in der Nähe von Bipper City. Mario, lauf rasch zu meinem Sohn. Er wartet auf dich im Sterntal. So, das ist die Info, die wir gebraucht haben. Pass mal auf. Ich guck mal ganz kurz, wie es da oben mit den Sternsplittern aussieht, aktuell. Und ob wir vielleicht schon einen von den zwei Orden mitnehmen können. Und ob es jetzt 50 oder 30 waren, die wir insgesamt benötigen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es 25 pro war. Dann würde ich mich tatsächlich für den Kraft-Plus-Orden entscheiden. Statt für die Sparblüte. Weil mit zwei Kraft-Plus-Orden könnten wir echt eine Menge Schaden anrichten. Und ach, das ist ja eine Kiste. Ach, guck mal, was da alles drin liegt. Ja, wow. Ein Kampfwutorden. Was macht der denn da drin? Und ein Meditationsorden. Wie kommt der denn da rein? Ein Fortuna-Orden. Aber da war doch vorhin gar nichts drin. Das ist ja richtig cool. Oh, ein Items kann ich nicht tragen. Gut, dann lasse ich es halt drin. Ja, da ist die Kiste. Wenn man überlegt, dass der Pilzball das eigentlich fast daneben liegt, sind die nicht weit voneinander entfernt. So, Merlo, dann zeig mal. Okay, dann tatsächlich der da. Es tut mir leid, die ist auch, der Orden ist auch mega gut. Aber zwei von denen sind halt voll geil. So. Wenn wir jetzt noch spontan 24 finden würden, dann ja. Aber das Abenteuer ist schon so gut wie fertig. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in Bipper City 24 Sternsplitter einfach so bekommen werden. So. Und kurz die KP und BP können wir auffüllen. Das kann nicht schaden. Aber ich... Nee, das können wir auch in Bipper City. Wir haben ja jetzt den Weg gefunden. Jetzt müsste übrigens die Tür offen sein. Warum auch immer die zu war. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach dafür, dass du nicht, nachdem du in den Blütenfeldern Lucky Lester geholt hast, sofort da reinstürmen kannst. Weil der Ninji halt erst erscheint, wenn du den sechsten Stern hast und dann erst die Tür offen ist. Ich glaube, so haben halt die Entwickler versucht, so ein bisschen zu verhindern, dass man zu früh in die siebte Welt kommt. Clever. Aber ein bisschen unlogisch. Aber gut. So ist es halt. Weißt du was? Wir gehen nicht den ganzen Weg hier. Wir gehen einfach durch das Haus da. Sind wir gleich da. Ganz, ganz einfach. Einmal runter. Der Typ da schon wieder. Ich überlege gerade, sollen wir den Zauber aktivieren? Nö. Wir sparen uns das für das Finale im Bowsers Festung. Ich glaube, wir kommen mal für kurze Zeit gut ohne Merle zurecht. So, jetzt ist er auf ominöse Art und Weise offen, die Tür. So, jetzt muss ich gerade überlegen, gab es hier nicht... Ich dachte, hier gab es diesen letzten Superblock. Also, warte. War das hier? War das hier? Ich überlege gerade, ob das hier war. Nee? Ach nee, Moment. Ja, so war's. Danke. Ich habe gerade nochmal in meinem schlauen Guide geguckt. Hier sieht es ein bisschen eingefroren aus. Hier ist er einfach. Stimmt. Sorry. Total verpeilt. So, endlich kriegt du auch ihren Power Boost auf den Ultra-Rang. Der letzte, der ihn bekommt, ist Paracarry, weil ich ihn einfach nie benutze. So. Und der letzte befindet sich hier in diesem Kapitel.
Ist ein bisschen eingefroren hier. So, und das ist die Röhre ins 7. Kapitel. Kapitel 7. Kristallene Träume. So, und da sind wir in Bipper City. Einmal speichern. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns in dieser Stadt um beim nächsten Mal. Lasst mir wann unter, falls es euch Spaß gemacht hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.